anderen Ecke von meinem Zimmer und ich habe hier meine Schallplatten stehen, meine Schätzchen. Eine von den ersten Platten, die ich mir gekauft habe, von meinem ersparten Geld. Damals bin ich auch in die Schule gegangen. Die Slayer, die Sound of Heaven. Meiner Meinung nach einer der besten Scheiben von Slayer überhaupt. Und ja, jetzt habe ich noch ein paar andere ausgesucht. Torsha. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch die noch kennt. Eine deutsche Band. Anfang der 90er haben sie die Schallplatte hier rausgebracht. Ultra geiler Death Metal. Nicht zu vergessen, dieser Petora. Super geile Scheibe von den Burschen. Für mich auch die beste. Danach kam die Arise. Und danach gab es für mich eigentlich keinen Grund mehr, Sepultura noch zu kaufen. Auch super geil, eine von den ersten Schallplatten von mir, diese hier. Sind, glaube ich, Leute von Death mit am Start. Wir haben die Chance gehabt, halt, sie mal live zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, ich habe es nie geschafft. Diese Band hier, Incubus, super geiler Thrash Death Metal. Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Fast so gut wie Demolition Hammer. Benedict Chet. Subconscious Terror. Ja! Mit damals noch Barney Greenway an den Vocals. Danach ist er zu Napalm Death gegangen und ja, danach hat Napalm Death noch eine geile Schallplatte rausgebracht, die haben den Corruption und danach war es um sie geschehen. Paradise Lost, die Gothic, super geil. Erste Mal, dass der Frauengesang mit auf eine Death Metal Scheibe gekommen ist. Hierzu sage ich jetzt nichts mehr. Ich liebe diese Band, andere Leute hassen sie, aber ich vergöttere sie. Nicht zu vergessen. Autopsy. Die letzte, die ich euch zeigen möchte, ist die hier. Grave. Danach hören wir auch auf, weil sonst... Sprengt den Rahmen des Abends. Genau.